Boah, der hat es aber eilig. Hey, Sie haben da was verloren. Kleiner, nerv nicht. Wundert mich nicht, dass der Lieferant für den Videospielladen genauso unhöflich wie der Besitzer ist. Aber was ist das denn überhaupt? Oha, das sind ja Prino-Sammelkarten. Da sind aktuell doch alle so verrückt nach. Mir sind die ja eigentlich zu teuer, aber so Sammelbilder von Trapper Jim Lazy und Lenny Langhals sind irgendwie schon cool. Also der Lieferant ist schon wieder weg. Also da könnte ich doch eigentlich... Nein, solche Gedanken darf ich nicht mal haben. Was würde eine Person mit Vorbildfunktion jetzt wohl sagen? Herr Meier zum Beispiel. Mensch, du hast doch einen Rucksack dabei. Mach den voll! Ich gebe dir 3 meiner Trapperboy-Sammelkarten für eine deiner Dietrich-Karten. Ich weiß ja nicht. Die sind super selten. Deswegen hast du auch gleich 2. Nun komm schon. Wenn du meinst, sie wären nicht so selten, könntest du ja leicht eine eigene finden. Morgen, Leute. Oh, was sehe ich denn da? Bist du nun doch auf den Geschmack gekommen? Nein, nicht ganz. Die sind von einem Lastwagen gefallen. Das hat mein Opa immer gesagt, wenn er was geklaut hat. Ist doch egal, wo es her ist. Wenn du mir eine Tüte abgibst, gebe ich dir meinen Pausendöner. Ach nee, danke. Guten Morgen, Kinder. Holt bitte eure Hausaufgaben raus. Waren echt viele Hausaufgaben gestern. Das Blödeste war die von Frau Gelb. Hausaufgaben von Frau Gelb? Das hatte ich jetzt total vergessen. Dein neues Angebot. Du gibst mir 2 Tütensammelkarten und du darfst meine Hausaufgaben abschreiben. Na gut, das klingt schon etwas besser. Hey, psst, Tom, was ist denn die Antwort von Nummer 1? Kriegst auch eine Tüte Sammelkarten von mir? Die Sammelkarten sind schon irgendwie nützlicher, als ich dachte. Wow, diese Karten sind ja echt super. Mit denen kann man echt alles bekommen und eintauschen. Irgendwie ist das ziemlich mächtig. Und der Vorrat reicht locker noch für ein paar Tage. Hey Ahmed, sag mal, kann ich deine Hausaufgaben mal sehen? Hausaufgaben? Ich habe die ganze Zeit für die Klassenarbeit gelernt. Klassenarbeit? Oh mein Gott, ich habe echt keine Ahnung. Wer macht in Mathe so richtig schlapp? Max, tut mir leid, Kinder. Das war mein Handy. Mit den Karten alles zu erkaufen war eine richtig dumme Idee. Bringt ja nichts, wenn man selbst nichts kann. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die einfach wieder verschwinden lassen könnte.